Wir können nicht hinfliegen, wir können nur hinsehen. Es gibt viele verschiedene Gründe, um in den Nachthimmel zu schauen. Nicht nur Wissenschaftler produzieren diese atemberaubenden Bilder. Auch Hobbyforscher können wichtige Aufnahmen liefern. In der Astronomie ist die Vernetzung von Amateuren und Wissenschaftlern so eng wie in kaum einer anderen Disziplin. Aber wie sieht die Zusammenarbeit aus? Und wie unterscheidet sich die Arbeit von Hobbyforschern und Experten? Der Amateurastronom Rainer Sparrenberg hat in Haltern seine eigene Gartensternwarte. Am späten Nachmittag bereitet er sich auf eine Beobachtung vor. Im Alter von 12 Jahren schaut er das erste Mal durch ein Teleskop. Sofort entdeckt er seine Leidenschaft für die Astronomie. Solch ein Hobby hat natürlich seinen Preis. Etwa 10.000 Euro hat Rainer Sparrenberg über mehrere Jahre hinweg investiert. Im Vergleich zu der Zeit, die solch ein Hobby kostet, ist dieser finanzielle Aufwand jedoch nur nebensächlich. Nicht nur der heimische Garten bietet Hobbyforschern die Möglichkeit für astronomische Aufnahmen. Neben Rainer Sparrenberg ist auch Peter Riepe einer von 6 Betreibern der Expo Sternwarte Melle. Die Hobbyastronomen haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Astronomie der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Die Sternwarte in Melle im niedersächsischen Wiehengebirge bietet die Möglichkeit, mit Hilfe eines der weltgrößten Newton-Amateurteleskope in den Sternenhimmel zu schauen. Und auch Nichtwissenschaftler können hier ihren Blick auf das Universum richten. Peter Riepe ist ebenfalls Amateurastronom und Mitglied in der Vereinigung der Sternfreunde e.V. Wie Rainer Sparrenberg macht auch er sich an diesem späten Nachmittag für eine lange Beobachtungsnacht bereit. Die Arbeit der Hobbyforscher ist wichtig, denn auch die Amateure können wertvolle Bilder liefern. Die Gruppe Tiefbelichtete Galaxien ist mit den Profis vernetzt. Im TBG-Projekt sind sie auf der Jagd nach Sternströmen, die durch Galaxienkannibalismus entstehen. Während sich die Hobbyforscher auf eine lange Nacht einstellen, hat Professor Dr. Detmar vom Astronomischen Institut der Ruhr-Universität Bochum fast schon Feierabend. Professionelle Astronomen arbeiten eher tagsüber. Aufgrund der Wetterlage in Deutschland beobachten Experten eher im Ausland, womit die alltägliche Arbeit von Herrn Detmar durch die Nutzung der modernen Medien dominiert wird. Der wesentliche Unterschied ist, dass die Arbeit des Astronomen heute fast vollständig durch die Benutzung des Internets geprägt ist. Das fängt von der Recherche an, die man im Internet betreibt, weil die gesamte Literatur für uns im Internet steht, bis hin zur Beantragung der Beobachtungszeit, dann die Steuerung der Teleskope, bis hin dann zum Erhalt der Daten, die man sich dann üblicherweise über das Internet aus einem Datenarchiv zieht. Aber auch die Vernetzung mit den Amateuren ist für die Profis wichtig. Die alljährliche Bochumer Herbsttagung beispielsweise trägt zur Kommunikation von Experten und Laien bei. Hier werden beiderseits Forschungsergebnisse zusammengetragen. Die Bochumer Herbsttagung für Amateurastronomen ist eine Veranstaltung, wo sich die Amateurastronomen also seit mehr als 30 Jahren treffen, mit der Idee, dass die Profiastronomen die Gelegenheit auch nutzen, die Amateure kennenzulernen, ihre Arbeiten auch zu sehen und vielleicht durch Diskussionen auch die eine oder andere Anregung geben. Die Amateure investieren viel Zeit und viel Geld in ihr Hobby. Sie liefern wertvolle Daten für die Forschung. Für Peter Riepe ergab sich sogar die Mitarbeit an einer wissenschaftlichen Publikation.
Um überhaupt Ergebnisse und Erfolge zu erzielen, braucht man jedoch viel Geduld. Man muss eben ganz viel Zeit investieren. Und es gibt keine schnellen Erfolge. Und das erfordert eine Geduld und auch ein Interesse an dieser wissenschaftlichen Zielsetzung. Und das geht eben nicht mal in einem Sommer oder in einem Winter, sondern ist vielleicht etwas, wo man Jahre in der Tat investieren muss, um zu einem wissenschaftlichen Ergebnis zu kommen. Eine lange Nacht beginnt. Und vielleicht können Rainer Sparenberg und Peter Riepe in genau dieser Beobachtungsnacht einen wissenschaftlichen Beitrag leisten und somit ein weiteres kleines Geheimnis des Universums lüften.